Liebe Schwestern und Brüder im Erzbistum Hamburg, ich bin froh, dass es jetzt wieder möglich ist, dass wir in den drei Bundesländern unserer Erzdiözese in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wieder miteinander Gottesdienst feiern können. Ich bin froh, dass das nach diesem sechswöchigen Verzicht wieder möglich ist und gerade das Osterfest eingeschlossen, das wir alle sehr vermisst haben. Und ich bin froh, weil wir eine sakramentale Kirche sind, weil die Sakramente für unsere Kirche wichtig sind. Und das heißt eben konkrete Zeichen der Nähe Gottes, die man erleben, die man erfahren soll. Und wir sind eben eine Kirche mit vielen Gliedern und deswegen ist es gut, dass wir einander erleben und spüren und das eben nicht nur digital, sondern wirklich auch physisch. Die einen sagen jetzt, Gott sei Dank, dass wir es endlich wieder können und wir fangen sofort an. Und die anderen sagen, gehen wir doch lieber auf Nummer sicher und warten wir noch ab, bis wir noch mehr Sicherheit haben, dass uns nichts passieren kann. Verschiedene Standpunkte, die es in jeder Gemeinde gibt, die es im Klerus gibt, die es unter den Seelsorgern gibt. Bitte lassen wir uns in dieser verschiedenen Sichtweise nicht auseinander dividieren. Wichtig ist, dass wir alle alles Mögliche tun, um die Ansteckungsrisiken zu minimieren. Das heißt, Abstand zueinander halten. Das heißt, eine bestimmte Personenzahl, die nur in die Kirche rein darf. Das heißt, Mund- und Nasenschutz. Da, wo die Regelungen für unsere Diözese eingehalten und umgesetzt werden kann, kann jetzt Gottesdienst gefeiert werden. All das ist noch lange keine Normalität. Wir können jetzt nur in kleinen Schritten, einer nach dem anderen, voranschreiten und dann irgendwann wieder zur Normalität kommen. Wichtig ist, dass jetzt vor Ort überlegt und entschieden wird, wie es mit den Gottesdiensten konkret geht. An welchen Orten? Zu welchen Zeiten? Welche Formen? Wie viele Gottesdienste? Und wer wird diese Gottesdienste feiern? All das sind Fragen, die jetzt im Raum stehen. Und diese Fragen müssen vor Ort geklärt werden, weil Sie vor Ort die beste Sicht auf die Dinge haben. Vielleicht ist es klug, wenn wir jetzt erst einmal mit Werktagsgottesdiensten beginnen. Da können wir einüben, wie das mit diesen Hygiene- und Schutzmaßnahmen am besten funktioniert. Die Kreise sind oft kleiner. Und wir können Erfahrungen sammeln, wie wir in diesen eingeschränkten Rahmenbedingungen dennoch eine würdige und eine schöne Liturgie feiern. Das ist nämlich, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Eine der großen Sorgen, die ich mir mache, besteht darin, dass unter Umständen längst nicht alle, die in die Kirche herein wollen, auch herein können, weil ja eine Zahl festgelegt ist, die zur Kirche kommen kann. Ich bitte Sie, finden Sie kluge Wege, wie Sie das miteinander regeln. Denn eigentlich ist die Eucharistie genau die Feier, wo wir keinen ausschließen, sondern wo alle dabei sein sollen. Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden, ich würde Sie bitten, da wo Sie es schon längst tun, bleiben Sie im Internet und in den Medien präsent. Streamen Sie ruhig weiter die Gottesdienste, gerade für die, die zu den Risikogruppen gehören und jetzt noch nicht kommen wollen oder können. Bleiben Sie präsent mit Impulsen, mit Anregungen. Ich finde das sehr kreativ, was ich da höre und sehe. Und ich würde Sie bitten, machen Sie das ruhig noch weiter. Ich selber werde auch, zumindest erst einmal bis Pfingsten, an jedem Morgen um 11 Uhr weiterhin aus der Kapelle des Bischofshauses die Messe feiern und weiß mittlerweile, mit wie vielen ich da aus unserem Bistum und darüber hinaus verbunden bin. Vor kurzem haben wir das Fest der heiligen Katharina von Siena gefeiert, eine Kirchenlehrerin. Und da ist mir noch mal ein Wort von ihr in die Hände gefallen. Das heißt ganz einfach, nicht das Beginnen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Ich glaube, wir brauchen jetzt viel Durchhaltekraft. Wir brauchen viel Geduld. Die wünsche ich Ihnen in den Gemeinden. Und ich möchte noch mal ganz ausdrücklich allen danken, die jetzt diese Situation meistern und die auch in den Gemeinden die neuen Erfahrungen mit den Gottesdiensten meistern und gestalten werden. Ich danke den Pfarrern, den Seelsorgern, den Haupt- und den Ehrenamtlichen, ja allen Gläubigen, die dazu ihren Beitrag leisten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und Gottes Schutz. Bleiben Sie behütet. Ihr Erzbischof Stephan.